Willkommen, liebe Freunde meines Kanals. Eigentlich hatte ich ja schon vor einigen Jahren Baphomets Fluch auf dem Kanal durchgespielt. Allerdings handelte es sich dabei noch um die Originalversion. Es gibt aber zum ersten und zum zweiten Teil auch eine Remaster-Fassung. Und genau, damit machen wir heute weiter, beziehungsweise fangen wir heute an. Baphomets Fluch The Director's Cut ist schon vor einigen Jahren erschienen, ist also nichts Neues, mal wieder ein bisschen was Älteres hier auf dem Kanal. Ich bin aber extrem gespannt, denn ich habe schon sehr, sehr lange Bock, den zweiten Teil, also Baphomets Fluch 2, auf dem Kanal durchzuspielen. Deswegen ergreife ich gleich mal die Chance beim Schlawittchen und wir schauen uns auch gemeinsam den ersten Teil als Director's Cut zusammen an. Darauf freue ich mich, ich hoffe ihr euch auch. In diesem Sinne, freut euch auf eine wunderbare Geschichte, freut euch auf Rätselspaß und freut euch auf ein einfach phänomenales Point-and-Click-Adventure, Baphomets Fluch. Los geht's! Paris. Stadt der Liebe, Romantik und Träume. Sagt man. Das habe ich auch mal gedacht. Aber seit jenem Tag, dem Tag des Mordes, denke ich bei meinem geliebten Paris auch immer an den Tod. Ich liege also zu Hause gerade in der Badewanne, als mein Verleger anruft. Collard, schwing deinen Hintern rüber zum Palais Royal. Sofort. Du musst jemanden interviewen. Und zwar Pierre Cachon. Ja genau, den Pierre Cachon. Keine Fotos, also lass deine Knipse zu Hause. Er hat selbst nach dir verlangt, ausdrücklich. Frag mich nicht, warum. Egal, könnte eine große Sache sein. Also, wenn er dich anbaggert, nicht vergessen. Immer lächeln. Ja sagen und weiter mitschreiben. Wie charmant und überaus zutreffend. Pierre Cachon ist ein Medienkönig, ein Nationalheld und einer der berüchtigsten Ehebrecher in ganz Europa. Er und seine Frau Imelda sind nur einen Hauch von der Königswürde entfernt. Hey, ich hasse Pantomimen, aber wenn man nicht auf sie eingeht, hauen sie nie ab. Da bin ich also, der Palast des Medienkönigs und der Eiskönigin. Ich klingle und setze damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die mein Leben von Grund auf ändert. Ja, was gibt es? Madame, mein Name ist Nico Collard. Ich bin verabredet mit Monsieur Cachon. Kommen Sie rauf, wir sind im ersten Stock. Madame Cachon, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, natürlich. Die Eiskönigin wird ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht. Werden Sie beim Interview dabei sein? Mademoiselle, ich weiß nur wenig über die Geschäfte meines Mannes. Und es interessiert mich noch weniger. Ich habe definitiv kein Verlangen zuzusehen, wie er noch eine hübsche kleine Journalistin begrapscht. Hübsch? Das ist zu freundlich von Ihnen, Madame. Ah, die begabte und ausgesprochen schöne Mademoiselle Collard. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Monsieur Cachon, es ist mir eine Ehre. Oh ja, das glaube ich gerne. Nennen Sie mich doch Pierre, bitte. Das war keine Schmeichelei gerade. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er war ein großer Mann. Mein Vater? Aber er hat nie erwähnt. Wir standen uns sehr nah. Und dann sein Tod. So tragisch. Ich muss...
Imelda, deine verdammte Katze ist schon wieder in meinem Büro. Noch eine Ming-Vase zum Teufel, nehme ich an. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Liebste. Ihr Journalistinnen werdet auch jedes Jahr jünger. Vielleicht wird nur der Rest der Welt immer älter, Madame. Das war aber keine Katze. Mein Gott. Was? Monsieur Cachon. Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hier bleiben. Da war ein Mann. Es war dieser Pantomime. Glauben Sie, er... Naja, ich schätze, Selbstmord können wir mal ausschließen, oder? Kein Wunder, dass man sie die Eiskönigin nennt. Sie wäre sofort die Nummer 1 auf meiner Verdächtigenliste. Wenn ich den Angreifer nicht selbst gesehen hätte. Und wenn mir nicht schon früher ein paar genau solcher Morde untergekommen wären. Einer der wichtigsten Männer Europas ermordet. Und hier stehe ich, Nico Collard, alleine am Tatort. Soll ich auf die Polizei warten oder den Fall selbst untersuchen? Die Antwort ist wohl klar. Und damit willkommen im Spiel. Zieh die Mauszeiger über den Bildschirm, um interessante Stellen zu finden, sogenannte Hotspots, erkennbar an einem blauen Kreis. Wenn du den Mauszeiger über einen Gegenstand bewegst, mit dem du etwas tun kannst, erscheinen die Symbole der Handlungen, die du hier vornehmen kannst. Drücke die linke Maustaste, um die Handlung zu bestätigen. Klicke auf Aktentasche, um dein Gepäck zu öffnen und die Gegenstände zu betrachten, die du dabei hast. Das Tagebuch-Symbol öffnet das Tagebuch. Mit dem Fragezeichen bekommst du Tipps zu Rätseln und Hilfe zur Steuerung. Und der Schraubenschlüssel führt zum Speichern und Laden von Spielständen und zu den Einstellungen. Alle diese Symbole findest du unten auf dem Bildschirm. So, genau. Ja, ihr merkt gleich, der Anfang ist ganz anders als bei der Originalfassung, denn eigentlich starten wir dort ja mit George Stobbart. Den werden wir ja auch später noch kennenlernen, denn dieses Kapitel 0 wurde nachträglich hinzugefügt. Ich glaube, alleine auch deswegen, um Nico mehr Handlungen zu geben, denn im ersten Teil ist sie zwar mit George zusammen dabei, den großen Fall zu lösen. Allerdings macht George 95% der Arbeit. Und ich glaube, das wollte man jetzt hier im Director's Cut einfach ändern, um ihr mehr Raum zu geben. Ja, die Grafik ist eigentlich, ich glaube, dass das eigentlich für Mobilgeräte entwickelt wurde, also für Smartphones, ist hier aber die PC-Fassung. Gut, ja, er ist umgebracht worden. Na Mensch, jetzt werden wir langsam mal ernsthaft. Er ist umgebracht worden von einer Pantomime. Also schlimmer geht's ja gar nicht. Und ja, er wollte sich mit Nico treffen, wollte ein Interview führen. Warum es dabei gehen sollte, werden wir wohl so schnell nicht erfahren, oder? Naja, ich würde sagen, wir beginnen mal damit, uns die Leiche anzuschauen. Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Ich habe diesen Mörder schon mal gesehen. Und sogar über ihn geschrieben. Der Kostümmörder. Zumindest habe ich ihn so genannt. So, das ist er. Der Tote, die Augen noch offen. Aber er hat doch schon Gegenstände verloren. Eine meiner Haarspangen. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Sie muss runtergefallen sein, als ich niedergeschlagen wurde. Oder Nico hat die Haarspange verloren. Manche Leute ekeln sich davor, Leichen nach Hinweisen zu durchsuchen. Mir macht das nichts aus. Erinnert mich an einen früheren Freund. Cachon wurde erschossen. In seiner Tasche steckt eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als ich die Fahrkarte an mich nehme, erfülle ich den Tatbestand der Unterschlagung von Beweismitteln. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt sind wir mittendrin. Jetzt, ja, sind wir keine normale Person mehr. Jetzt sind wir Hobbydetektiv auf Abwägen. Ich schließe seine Augen. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann. Also Hobbydetektivin auf Abwägen.
Ich öffne seine Augen lieber. Ich sollte den Tatort unverändert lassen. Ich schließe seine Augen. Ich öffne seine Augen lieber. Okay, Augen auf, Augen zu, keine Ahnung. Was soll man hier machen? Ich weiß es nicht. Ich habe das Original bestimmt schon zweimal durchgespielt, aller mindestens den Director's Cut noch nicht. Also alle Passagen, die hier neu mit dazugekommen sind, und das sind vielleicht ein paar mehr, als ich denke, die habe ich noch nie gespielt. Dementsprechend, ja, schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen oder ob ich es überhaupt schaffen werde. Also die Standardrätsel kenne ich, will ich damit sagen, aber die neuen Rätsel kenne ich alle nicht. Obwohl, nee, wartet mal. Das Regal ist voller obskurer Erstausgaben. Natürlich erstmal hier schauen. Immerhin ist der Täter ja hier geflohen. Ein kleines, rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten worden. Das war die Arbeit eines Profis. Ich will mich nicht schneiden und Blutspuren am Glas hinterlassen. Mag sein, dass ich da altmodisch bin, aber ich behalte meine DNA lieber für mich. Ein Profijob? Naja gut, ich meine, dass jetzt eine Straßenpantomime nicht zufällig auf die Idee kommen wird, hey, ich bringe heute mal jemanden um, das ist schon zu vermuten. So, gibt es hier eigentlich eine Taste, um sich alle Hotspots anzeigen zu lassen? Das ist ja ein Feature, was später hinzugekommen ist in den meisten Point-and-Click-Adventures, dass man sich mit einer Taste alle Hotspots anzeigen lassen konnte. Ich schaue, aber so die ersten Tasten, die ich drücke, bringen da nichts. Eine Büste von Pierre Carchon, dem bescheidenen Diener der Grande Nation. Da stehen ganze Regalreihen von Titeln, die ich nicht kenne. Schon wieder Pierre Carchon. Seine Augen scheinen jeder meiner Bewegungen zu folgen. Gespenstisch. Merke, der Typ war auf jeden Fall selbst verliebt. Die Polizei kann jede Minute hier sein. Irgendwo hier sind Hinweise auf einen Mörder versteckt und ich muss sie finden. Ich schätze, die Decke könnte ganz hilfreich sein. Mhm, ein Loch. Nicht mal mit dem Fingernagel komme ich in ein so winziges Loch. Gut, das bedeutet, ich brauche einen kleinen, dünnen Gegenstand. Eine Tube Acrylfarbe im Farbton Französisch Ultramarin. Genau die Farbe, die ich für mein Badezimmer suche. Es tut mir leid, ich muss gehen. Jemand ist... Junge Dame, was genau tun Sie da eigentlich? Diese Farbe, das ist meine Lieblingsfarbe. Meine Güte, dann behalten Sie das Zeug von mir aus. Ich frag mich, warum Sie gerade so eine unterschiedliche Stimmqualität haben. Imelda hat Talent, aber das werde ich ihr bestimmt nicht sagen. Naja, Imelda ist dann wohl sie. Verzeihen Sie, Madame. Ja? So, ich möchte mit dir quatschen über... erstmal über die normalen Sachen. Es tut mir leid wegen Ihres Verlustes, Madame. Nein, tut es nicht. Sie sind Journalistin. Journalisten tut nie etwas leid. Das stimmt nicht. Wir werden ja sehen. Warum wollte Ihr Mann mich sehen? Was wollte er mit mir besprechen? Ich habe keine Ahnung. Seine Geschäfte waren seine Sache. Hat er Ihnen nie etwas erzählt? Nein. Und offen gesagt war es mir auch lieber so. Woher kannte Ihr Mann meinen Vater? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie kannten ihn nicht? Thierry Collard? Pierre kannte eine Menge Leute, von denen ich nie gehört habe. Vor allem natürlich Frauen. Oha, da spricht die Verbitterung aus ihr. Warum sollte ein Pantomime ihren Mann umbringen? Pierre hatte viele Feinde. Allen voran schon mal die Hälfte aller Pariser Ehemänner. Das ist ein ziemlicher Coup für Sie, was? Ich nehme an, Sie formulieren im Geiste schon die Schlagzeile. Hören Sie, nur weil ich Journalistin bin... Erzählen Sie mir doch nichts. Ihr seid doch alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Haben Sie überhaupt sowas wie ein Gewissen?
Sagen wir, ich lasse nicht zu, dass es mir eine gute Story versaut. Ich bewundere Ihre Hingabe an Ihren Beruf. Die Polizei wird bald hier sein, Madame. Soll ich vielleicht jemanden benachrichtigen? Freunde, Familie? Nein, ich habe keine Verwandten. Pierre und ich waren... Er war alles, was ich hatte. Nicht gerade viel, was? Die ergebene Gattin, das war meine Rolle. Aber er hat nie was erzählt, mich nie eingeweiht. Ich weiß nur eines sicher, Madame. Was? Wenn Sie herausfinden wollen, wer Ihren Mann umgebracht hat, dann lassen Sie mich das ermitteln, nicht die Polizei. Warum? Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ihr Mann hat mich heute hierher eingeladen, weil er mich brauchte. Ich glaube, er wusste, dass ihn jemand ermorden wollte. Und er wusste auch, dass ich ihm helfen könnte. Ich bezweifle, dass er es auf Ihre gut gebaute Datenbank abgesehen hatte. Sie irren sich. Ich bin sicher, ich war seinem Mörder bereits auf der Spur. Bitte. Sie schulden es ihm. Also, ich weiß nicht... Alles, was ich brauche, sind ein paar Minuten, in denen ich mich in Ruhe umsehen kann, bevor die Polizei eintrudelt. Ich glaube, Sie haben vielleicht doch so eine Art Gewissen. Sie sind keine gute Lügnerin, Nico Collard. Und vielleicht glaubte Pierre wirklich, dass Sie ihm helfen könnten. Was ihn natürlich nicht davon abgehalten hätte, Sie trotzdem zu verführen. Hier, nehmen Sie das. Das ist der Schlüssel zum Salon. Neben der Bibliothek am Ende des Flurs. Das war Pierres Zimmer. Ich bin selten da reingegangen. Ich konnte einfach nicht. Ich hatte zu viel Angst davor, was ich da finden könnte. Wahrscheinlich Unterwäsche. Vielen Dank. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. So. Ich will ganz kurz gucken. Schade, ich kann die Untertitelgröße nicht einstellen. Na gut. Ich habe eine Idee. Und zwar, wenn mein Finger da nicht reinpasst, dann noch bestimmt meine Haarspange. Ein herrlicher antiker Tisch. Ein herrlicher antiker Tisch. So, genau. Ah. Nico, du bist einfach verflucht gut in solchen Sachen. Statt Imelda zu trösten, durchforste ich ihre Wohnung. Warum? Weil hier irgendwas im Busch ist und ich ein paar Antworten finden muss, bevor die Bullen hier sind. Und außerdem war sie ziemlich unhöflich zu mir. Also hat sie es sich selbst zuzuschreiben. So, was ist das jetzt? Ein Schlüssel. Vielleicht ein Tresorschlüssel. Ah ja. Gut. Genau, ja, Pierres Zimmer, ne? Dann gehen wir da einfach mal hin. Das wäre dann wahrscheinlich hier. Die Tür ist verschlossen. Ja, ich habe doch gerade einen Schlüssel bekommen. Yes. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Na, das ist aber auch gut so. So, wo würde ich einen Tresor verstecken? Natürlich hinter dem Gemälde. Das Gemälde zeigt die Carchons zusammen. Verliebt. Wie der Dichter schon sagt, die Vergangenheit ist ein anderes Land. Oder habe ich das in einem Glückskeks gelesen? Es gibt ein ganz leises Klicken. Hinter dem Bild ist ein Safe. Aber dieser Safe hat auch eine Kombination, oder? Ich weiß nicht. Egal, Schlüssel vom Safe, da ausprobieren. Nee, geht doch so. Im Safe liegt eine Art Artefakt. Seine Oberfläche ist mit Symbolen bedeckt. Sieht aus wie die Druckwalzen, die ich im Kunstunterricht hergestellt habe. Wenn ich irgendwas über Symbole gelernt habe, dann das. Sie sind immer wichtig. Aber diese in den Stein geritzten Symbole sind unmöglich zu entziffern. Ich muss sie irgendwie ausdrucken. Zumindest ist der Stein rund. Aber was könnte ich als Druckerschwärze verwenden? Und worauf kann ich drucken? Klar, das nennt man Clown. Aber ich weiß, dass Imelda keine Ahnung von dem Artefakt hat. Und Carchon ist es inzwischen egal. Na ja, gut, ich meine, ich habe ja die Acrylfarbe. Ich brauche kein Licht anzumachen, es ist schon hell genug. Ich meine, ich habe ja die Acrylfarbe
Damit sollte es ja gehen, wenn ich noch ein Papier habe. Wie zu erwarten war, ist auch der Schreibtisch eine unbezahlbare Antiquität. Gähn. Das Löschpapier und das Eingangskästchen sind mit mathematischer Präzision ausgerichtet. Aha, Löschpapier. Mein Herzschlag setzt für einen Moment aus. Es ist ein geschnitzter Elefant. Aber nicht irgendein geschnitzter Elefant, sondern ich weiß, wer ihn geschnitzt hat. Mein Vater. Ich bin sicher. Denn in meiner Wohnung steht das exakte Zwillingsstück, das mein Vater in eine Schatulle geschnitzt hat. Also kannte Carchon meinen Vater. Sie müssen wirklich befreundet gewesen sein. Ich beschließe, den geschnitzten Elefanten mitzunehmen. Ganz offensichtlich bedeutet er Imelda nichts. So. Ich brauche kein Blatt Löschpapier. Zumindest kein leeres. Kein leeres, aber Acrylfarbe. Das Löschpapier würde die Farbe einfach so aufsaugen. Aber der Ansatz ist schon brauchbar. Da Acrylfarbe hier drauf. Wenn ich die Farbe direkt auf den Zylinder schmiere, gibt es eine Riesensauerei. Sie kommt überall hin. Ich schmiere die Farbe über die ganze Tischdecke. Wenn ich schon Dreck mache, dann auch mit vollem Körpereinsatz. Ich hoffe, das hilft. Solche Spitze wird heute einfach nicht mehr hergestellt. Jetzt ist sie auch ruiniert. Ich wische mit dem farbverschmierten Tuch über die Oberfläche des Steinzylinders. Da fällt mir direkt wieder unser Kunstunterricht in der Schule ein. Und Maurice, unser toller Kunstlehrer. Oh, Maurice. Eine Schande, dass sie ihn rauswerfen mussten. Hey, konzentrier dich gefälligst, Nico. Ich möchte zu gerne wissen, warum der rausgeflogen ist. Genial. Die Walze und die Farbe funktionieren genau, wie ich es geplant habe. Aber was steht jetzt da? Das ist eine verschlüsselte Botschaft. Da steht Unterricht. Ich habe ja nicht viel gelernt als Journalistin, aber eins weiß ich. Unterricht schreibt man normalerweise ohne Bindestrich. Die Buchstabenfolge darunter ergibt auch keinen Sinn. Plötzlich wird mir klar, was für eine Verbindung zwischen dem Bootsfahrschein und der verschlüsselten Nachricht besteht. Auf dem Fahrschein steht Bateau de la Conciergerie. In der Conciergerie auf der Île de la Cité, unten im Fluss, befand sich einst der Gerichtshof. Also könnte man Unterricht in diesem Fall einfach wörtlich nehmen. Unter den Richtern. Unter dem Gericht. Unter der Conciergerie. Ich bin sicher, dass ich hier alles gefunden habe, was zu finden ist. Und außerdem packt mich angesichts des ganzen Prunks hier die Sehnsucht nach meinem normalen, ärmlichen Leben. Das ist eine Riesenstory. Es ist ein mörderisches Puzzlespiel, bei dem noch eine Menge Teile fehlen. Aber ich werde es zusammenbekommen. Und wenn ich mich noch an den Namen dieses berühmten Preises erinnern könnte, den man bekommt, wenn man ein Spitzenjournalist ist. Auf jeden Fall werde ich den dieses Jahr auch abräumen. Damit meinst du den Pulitzer-Preis? Eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als kleines Mädchen durfte ich mit meinem Vater manchmal in den Bateau Mouche mitfahren, wenn ich brav war. Abgeschlossen. Was mich nicht wirklich überrascht. Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um mich auf das Sofa zu legen und meine Marie-Antoinette-Nummer abzuziehen. Auch wenn die auf Partys immer ganz toll ankommt. Besonders bei schwulen Jungs. Frag mich nicht, warum. So, ich schaue eben, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Sieht erstmal nicht so aus, ne? Sie hat ja auch schon gesagt, dass wir alles haben. Es ist ja meistens dann so in solchen Spielen dann das Signal, hey, du brauchst jetzt hier nicht nochmal jeden Pixel anklicken, du hast alles. Haben Sie etwas Hilfreiches gefunden? Diese Schnitzerei. Was wissen Sie darüber? Sie gehörte Pierre. Was hat denn eine Statue mit... Bitte, ich muss es wissen. Er bekam sie von einem Freund. Hatte irgendwas mit Afrika zu tun. Mehr hat er Ihnen nicht erzählt? Nein, aber ich glaube, sie war ihm wichtig. Sie war immer ausgestellt. Warum? Mein Vater hat sie geschnitzt. Oh, ich verstehe. Das wusste ich nicht. Imelda, ich werde alles tun, um den Mörder zu finden. Vielen Dank, meine Liebe. Und wenn die Polizei fragen sollte... Keine Bange, sie war nie hier. Unterricht ist der Schlüssel.
Ich muss einen Weg unter die Conciergerie finden. Ich werde direkt zu den Kais an der Ile de la Cité gehen. Wenn es einen Weg unter die Conciergerie gibt, dann von dort aus. Okay, gut, eine Stunde später. Wie das plötzlich passiert ist, dass ich jetzt da doch nicht warten muss. Der Typ, der nur so auf dem Fluss rumschippert. Er hatte einen Grund, hier zu sein. Etwas, das ihn schließlich umgebracht hat. Ein Freund von mir hatte mal ein Segelboot. Die feuchteste Beziehung, die ich je hatte. In jeder Beziehung. Ich muss ja ganz kurz mal ausholen. Und zwar, Baphomets Fluch ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich glaube, das war irgendwann Ende der 90er, als ich das Spiel zum ersten Mal gezockt habe. Damals noch die Originalfassung. Ich wusste auch gar nicht so wirklich, was das ist. Das war bei so einer Spielesammlung dabei. Gold Games 2 hieß die. Da konnte man irgendwie für, weiß ich nicht, 80 Mark oder so, hat man so über 20 Spiele waren da drin. Das kam so einmal im Jahr raus. Das war so die beste Möglichkeit für einen Teenager mit viel Geld, aber auch eine Menge Games zu bekommen. Und da war halt auch Baphomets Fluch dabei. Und ich hatte echt keine Ahnung von dem Spiel. Und ich habe das installiert und habe das gestartet. Und ich war hin und weg. Und man verbringt einen ganz großen Teil in Paris. Und ich kannte Paris damals ja aus dem Fernsehen, aber überhaupt gar nicht so wirklich. Aber ich habe mich dann total gefühlt, als würde ich so einen Paris-Urlaub im Herbst machen. Das ist total, also unglaubliches Gefühl. Und das merke ich jetzt hier gerade wieder, wenn ich hier so die Bäume sehe, die Farben, der Hintergrund, die Geräuschkulisse. Es ist schon wirklich großartig. Ich hoffe, dass das von der Lautstärke her gut durchkommt. Ansonsten mache ich es dann in der nächsten Folge noch ein bisschen lauter. So, aber egal, zurück zum Fall. Wir müssen immerhin einen Mörder finden. Deswegen schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Der Zaun bewegt sich kein Stück. Hätte mich jetzt auch gewundert. Auch dieser Zaun bewegt sich kein Stück. Aber schaut mal hier, das Symbol. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Es ist auf das Tischtuch gestickt, das ich in der Wohnung von Madame Carchon habe mitgehen lassen. Ich bin also auf der richtigen Spur. Ich versuche, den Zaun wegzudrücken, aber er bewegt sich kein Stück. Ein seltsames Paar Schlösser verhindert, dass die Tore entriegelt werden. Oh mein Gott, ein Schieberätsel. Ja, ich meine, du hast ein Versteck mitten in einer weltweiten Metropole, benutzt aber keinen Schlüssel, sondern ein einfaches Schieberätsel. Ja gut, dann... Haki, wir können nicht alles bewegen. Web. Ist ja zum Glück noch das erste Schieberätsel. Dementsprechend wird es ja hoffentlich ein bisschen leichter zu lösen sein. Hoffe ich zumindest. Oder auch nicht, oder ich krieg das jetzt nicht hin. Schieberätsel sind der Hass in Spielen, finde ich. Wartet mal, ich habe eine Idee. Erstmal musst du noch mal einen hoch. Dann musst du. Dann habe ich mich aber wieder komplett verbaut. Aber wenn ich so mache, dann sieht das schon irgendwie besser aus. Genau. Der erste ist soweit. Jetzt okay. Noch einer. Das haben wir. Aber es ist noch einer.
Nee. Das war Murks. Ich muss den da komplett wegschieben. Das... Wartet mal. Auch wenn das nicht so aussieht, habe ich das Gefühl, dem Rätsel schon ein Stück näher gekommen zu sein. Hm. Ja, oder auch nicht. Ich muss den halt, das ist das schwierige Teil, das muss ich nach oben oder nach unten verschieben. Also nie nach unten muss ich es verschieben. Boah, nee. Ich glaube, ich habe mich gerade komplett verbaut. Nee, so starten wir ja auch. Das Ding hier stört mich halt. Das muss, glaube ich, zuerst weg hier, das Ding hier. Verdammt! Das erste hat so gut funktioniert. Ja, das Spiel gibt einem halt immer so nebenbei Tipps, wenn es halt merkt, oh, der kommt gerade nicht weiter, der Idiot. Nein, ich möchte mir keinen Lösungsvorschlag angucken. Muss ja selbst zu lösen sein.
Yes, ich hab's. Eine Erziehung in der Klosterschule ist immer noch die beste Voraussetzung, um Schlösser zu knacken. Ja, wow. Jetzt fällt das scheiß Schloss einfach um. Für einen Raum voller Müll war das ein sehr cleveres Schloss. Irgendwas an diesem Raum stinkt mir und das meine ich nicht nur wörtlich. So, ihr lieben Leute, was befindet sich hinter dieser offensichtlichen Steintür? Was hat es mit dem Mord auf sich? Werden wir es schaffen, den Fall des Kostümmörders zu klären? Und was hat Nikos Vater damit zu tun? Antworten auf diese Fragen bekommen wir vielleicht, hoffentlich sogar, wir werden es sehen, in der nächsten Folge Baphomets Fluch. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, auf euer Feedback, bedanke mich ganz dolle fürs Zuschauen und dann sehen und hören wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl, BB, euer Hyuga.